Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, an Ihre Plätze in den Plenarsaal zu kommen. Ich darf Ihnen mitteilen, dass seit unserer letzten Sitzung zwei ehemalige Kollegen verstorben sind, denen wir gedenken möchten. Ich darf Sie daher bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Im Alter von 83 Jahren ist am 16. Februar 2021 der frühere Abgeordnete Rudolf Hilfenhaus verstorben. Er wurde am 11. Juni 1937 in Welkers im Kreis Fulda geboren. Nach seiner Lehre und seiner anschließenden Tätigkeit als Maschinenschlosser schloss sich eine Ausbildung im mittleren technischen Beamtendienst bei der Deutschen Bundesbahn an. Er war Mitglied des Hessischen Landtages vom 1. Dezember 1974 bis zum 4. April 1991. Und während seiner Zeit als Abgeordneter gehörte er zahlreichen Ausschüssen an, unter anderem dem Präsidium, dem Ältestenrat und dem Innenausschuss. 1965 ist er in die SPD eingetreten und war lange Zeit kommunalpolitisch aktiv, unter anderem als Mitglied des Kreistags Fulda. Rudolf Hilfenhaus war verheiratet und hat zwei Kinder. Am 20. Februar 2021 ist die frühere Abgeordnete und frühere Staatsministerin Barbara Stolter-Voth im Alter von 80 Jahren verstorben. Sie wurde am 16. März 1940 in Dux, Tschechien, geboren und nach einer Ausbildung zur Erzieherin folgte im Jahr 1963 das Abitur. Im Anschluss daran studierte Barbara Stolter-Voth Sozial- und Politikwissenschaften in Göttingen, Paris und Berlin und schloss das Studium mit einem Diplom im Jahr 1968 ab. Als Diplompolitologin war sie von 1972 bis 1974 am Deutschen Institut für Urbanistik und von 1974 bis 1981 als stellvertretende Geschäftsführerin und Forschungsplanerin am Wissenschaftszentrum in Berlin tätig. 1984 wurde Barbara Stolter-Voth die erste kommunale Frauenbeauftragte in Kassel und in den Jahren 85 bis 91 hauptamtliche Stadträtin für Frauen, Gesundheit, Soziales und Krankenhäuser. 1992 bis 1995 war sie Landesdirektorin des Landeswohlfahrtsverbandes und von 1995 bis 1999 hessische Staatsministerin für Frauen, Arbeit und Sozialordnung. Sie war Mitglied des Hessischen Landtages vom 5. April 1999 bis zum 4. April 2003. Barbara Stolter-Voth war eine Politikerin, die sich mit außerordentlicher Leistungsbereitschaft und auch mit außerordentlichem Engagement für die Gleichberechtigung, die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt hat. Deswegen werden mit ihrem Namen verbunden bleiben die Frauenquote und auch die Integration von Menschen mit Behinderungen in Beruf und Gesellschaft. Sie war verheiratet und hat zwei Kinder. Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen dafür. Fast unbemerkt begehen wir ein Jubiläum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 2021 ist ein Jubiläum für die hessische Verfassung. Am 12. März 1946, jetzt also ziemlich genau vor 75 Jahren, kam der sogenannte Vorbereitende Verfassungsausschuss zum ersten Mal zusammen, um einen Verfassungsentwurf für unser Land auszuarbeiten. Und die Kommission legte dann am 18. Juni 1946 einen ersten Verfassungsentwurf vor. Ich sage das heute, weil der damalige Entwurf bis heute die hessische Verfassung prägt und auch der Hessische Landtag, wie er heute ist, erhielt im Übrigen durch diese Kommission seine rechtlichen Konturen bereits in deren Beratungen. Und dann ist die Verfassung, wie wir alle wissen, am 1. Dezember 1946 nach einer Volksabstimmung in Kraft getreten. Ich darf zur Tagesordnung kommen. Tagesordnungspunkt 1 ist die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ich eröffne die 67. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle mit Blick in das Plenarrund die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung vom 9. März und der Nachtrag vom heutigen Tage liegen Ihnen vor. Und Sie können dem Nachtrag entnehmen, Top 84 bis 89, dass sechs Anträge zu einer Aktuellen Stunde eingegangen sind.
Die Aussprache machen wir, wie wir das üblicherweise machen. 5 Minuten je Fraktion. Und alles beginnt am Donnerstag um 9 Uhr. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich bei dem Titel der Aktuellen Stunde der Fraktion der CDU eine sprachliche Anpassung durch die Fraktion ergeben hat. Die Aktuelle Stunde hat dann die Drucksachennummer 20/53319 neu. Eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Voraussetzungen für das digitale Lernen sicherstellen, Drucksache 20/5289. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 90 und kann, wenn Sie dem nicht widersprechen, mit Top 10 zu diesem Thema aufgerufen werden. Es wurde in diesem Zusammenhang interfraktionell vereinbart, dass mit Top 10 neben dem genannten Top 90 auch die Tagesordnungspunkte 9 und 48 aufgerufen werden. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass Top 54, das ist der Antrag der SPD mit dem Betreff jetzt Wechselmodell für alle Schulen, Drucksache 20/5269, ebenfalls mit Top 10 aufgerufen werden soll. Sollen wir so verfahren oder widerspricht jemand? Nein, dann machen wir das so. Weiterhin eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD betreffend sofortige Beendigung des Lockdowns. Drucksache 20/5332. Wird die Dringlichkeit bejaht? Es widerspricht niemand. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag, bitte, Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will hier nur anmerken, dass nicht die Fraktion der AfD feststellt, was verfassungswidrig oder nicht verfassungswidrig ist. Das machen bei uns Obergerichte, bei uns in Hessen macht das der Staatsgerichtshof. Ich will das hier nur erwähnen, weil wir heute Morgen in der parlamentarischen Runde der parlamentarischen Geschäftsführer über Überschriften geredet haben. Und das ist eine Überschrift, die geht aus meiner Sicht nicht. Das stellt nicht die AfD fest, was verfassungswidrig ist. Herr Kollege Dr. Grobe. Deswegen ist es auch mit Anführungszeichen gekennzeichnet. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Kollege Frömmrich. Dann werde ich mir das Vorgehen auch merken und werde demnächst gewisse Aussagen gegenüber der AfD auch in Anführungszeichen setzen, wenn es denn zulässig ist. Vielen herzlichen Dank. Die Dringlichkeit ist trotzdem bejaht. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag unser neuer Top 92 und kann mit Top 86, das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion der AfD, zu dem Thema aufgerufen werden. Kurz vor Sitzungsbeginn ist noch eingegangen ein Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten zu Top 9. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten betreffend ein Gesetz über pandemiebedingte Schutzmaßnahmen für das Schulwesen. Ebenfalls noch kurzfristig eingegangen ist ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen zu Top 10. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen für ein zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Die Änderungsanträge müssten schon verteilt sein, also dann werden sie in Kürze verteilt und dann mit den dazugehörigen Gesetzesentwürfen heute Abend aufgerufen. Wir haben uns darauf verständigt, dass die Mitteilungen der Landesregierung zu der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammen mit der Regierungserklärung heute aufgerufen werden. Das betrifft die Tagesordnungspunkte 13, 14 und 91. Und zu Top 12, dem Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag des Ministers der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 GZSG zum 7. GZSG-Maßnahmenpaket hat mir die Fraktion der AfD mitgeteilt, dass dieser Top nicht mit der Regierungserklärung aufgerufen werden soll. Wann wollen wir das aufrufen? Können wir das auch am Dienstagabend machen? Kollege Frömmrich. Ja, wir hatten das heute Morgen zwar anders besprochen, aber dann bitte ich darum, dass wir den Tagesordnungspunkt heute Abend am Schluss der Tagesordnung aufrufen. Heute Abend? Okay, alle einverstanden? Das ist der Top 12, ganz genau. Top 12 würde dann heute Abend zum Schluss der Beratungen aufgerufen. Wir haben 5 Minuten sind Redezeit, ne? 5 Minuten, ja, alles klar. Es wurde interfraktionell vereinbart, dass Top 20, die große Anfrage der AfD-Fraktion betreffend Flüchtlingsflüge, ohne Aussprache auf das Beschlussprotokoll der heutigen Plenarsitzung mit dem Beschluss zur Kenntnis genommen gesetzt wird. Und ich möchte Sie außerdem darüber in Kenntnis setzen, dass Top 26, das ist der Entschließungsantrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, betreffend Hessen unterstützt die UNAIDS
90-90-90, Initiative der Vereinten Fraktionen, Drucksache 20-20-80, auf Wunsch der antragstellenden Fraktionen zurückgezogen wurde, weil wir den UN-AIDS 95-95-95 bereits letzte Plenarsitzung diskutiert haben. Weiterhin haben wir uns darauf verständigt, dass Top 47, das ist der Antrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten, betreffend Gedenkstätte Hadamar unterstützen, Drucksache 20-5175 im Aprilplenum am Mittwochvormittag nach den Setzpunkten aufgerufen wird. Wir haben weiterhin vereinbart, dass Top 79, das ist die Beschlussempfehlung der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag des Rechnungshofes betreffend Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofes für das Haushaltsjahr 2019 ebenfalls im Aprilplenum aufgerufen wird. Und wir haben in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer festgelegt, dass Top 78, das ist die Beschlussempfehlung der Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag der Landesregierung, das ist die Haushaltsrechnung des Landes Hessen, Haushaltsjahr 2019, nachträgliche Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und so weiter, ohne Aussprache aufgerufen wird. Die Abstimmung erfolgt dann am Mittwochabend mit den übrigen Beschlussempfehlungen. Und schließlich haben wir beschlossen, die Tagesordnungspunkte 80, 81 und 82, das sind Beschlussempfehlungen, Berichte des Haushaltsausschusses, gemeinsam am Mittwochabend mit 5 Minuten Redezeit aufzurufen. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Die Fraktion der Freien Demokraten hat mitgeteilt, dass Top 58 ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend hessische Gastronomie in der Not. Zusammen mit Top 86, dass die Aktuelle Stunde der Fraktion der AfD zu diesem Thema aufgerufen werden soll. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wollen wir das auch so machen. Und auf Wunsch der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen soll Top 62, dass der Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Maßnahmen nach Hanau, Drucksache 20-5280 mit Top 57, das ist der Setzpunkt der Fraktion der SPD, zu diesem Thema aufgerufen werden soll. Abschließend zur Tagesordnung möchte ich Sie noch darüber informieren, dass ich interfraktionell darauf verständigt wurde, dass Top 5, das ist die erste Lesung des Gesetzesentwurfs der Landesregierung, Neuregelung des Glücksspielrechts, heute Abend mit einer Redezeit von 5 Minuten aufgerufen werden soll. Top 7, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das ist das Hessische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, wird am Mittwochabend mit einer Redezeit von 5 Minuten aufgerufen. Kollege Frömmrich. Wir hatten uns hier kurz verständigt, dass wir das auch ohne Aussprache machen können, dass die Einbringung der Fraktion, eine Fraktion der antragstellenden Fraktionen erfolgt und wir das dann ohne Aussprache in den Ausschuss überweisen. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Dann wird das eingebracht durch eine der antragstellenden Fraktionen und dann können wir es ohne Aussprache weiterverweisen. So machen wir es. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung für die 67., 68. und 69. Sitzung. Mit all dem, was wir eben besprochen haben, widerspricht jemand, dass wir es so machen, wie wir es besprochen haben? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die Tagesordnung so genehmigt. Wir tagen heute bis rund 19.30 Uhr. 30 Minuten nach Ende der Plenarsitzung kommt der KPA hier im Plenarsaal zusammen. Wir beginnen mit Top 1, das ist die Fragestunde. Dann kommt die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten mit dem Titel Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung. Wir haben uns darauf vereinbart, dass wir es so machen wie in den vergangenen Sitzungen, dass wir am Ende der Sitzung gebündelt entsprechend abstimmen. Alle einverstanden. Ich darf Ihnen noch zum Schluss einen erfreulichen Hinweis geben, nämlich dass letzte Woche wir informiert haben über den bevorstehenden Austausch der IT-Mandatsausstattung. Wenn Sie Fragen haben oder sich die Geräte anschauen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, das am Mittwoch und am Donnerstag zu tun, und zwar zwischen 9 und 16 Uhr im Raum 301-302P. Die Damen und Herren des IT-Bereichs stehen Ihnen dort gerne zur Verfügung. Ich will zu allerletzt darauf hinweisen, dass wir zusätzlich Corona-Schnelltestungen anbieten, und zwar heute Abend von 17 bis 21 Uhr im Foyer vor dem Medienraum. Und das nutze ich auch sehr gerne, um einmal den Helferinnen und Helfern, die diese Schnelltestungen hier im Hause ermöglichen, ein sehr herzliches Dankeschön zu sagen. Ich finde, die machen das ganz großartig. Nach meiner Liste fehlt heute, entschuldigt ganztägig die Kollegin Waschke. Gibt es für heute weitere Entschuldigungen? Kollege Felsterhausen. Frau Scheuch-Paschkewitz lässt sich für heute bitte auch entschuldigen. Frau Scheuch-Paschkewitz lässt sich entschuldigen. Jürgen Lenders, hast du gedrückt? Nö. Oder haben Sie gedrückt? Herr Dr. Grobe hat gedrückt.
Entschuldigung, dann ist es von noch von vorhin. Gut, sonst ist keiner entschuldigt. Auch eine gute Nachricht. Und damit bin ich in der Tat auch am Ende der amtlichen Mitteilungen.